Ah, und willkommen zurück bei... Nicht sentimental, hörst du? Bei Sequenz. Wir müssen sofort hier weg. Schnell! Also. Die finishen wir easy. Guck mal. Easy game. Genau da, wo es weh tut. Oh oh. Ups, da. Jawoll! Ah. Alles klar. Jetzt aber, Frey. Schon dabei. Ah. Vorsicht. Oh mein Gott, das war so bad. Oh, Alter. Ja, den hier. Hab ich dich. Das ist unsere Chance. Okay, haben wir. Nicht schlecht. Danke. Könnte nützlich sein. War zwar jetzt nicht so gut, aber war okay. Gucken wir nach, was das war. Gegner. Bruchzombie hier, Varanus. Die Bruchbrust-Spezies ist überall in Aethia zu finden. Nachdem die Verderbnis der Kreaturen reptilienhafte Merkmale verliehen hat, sieht man ihnen ihre fürchterliche menschliche Form kaum noch an. Ihre gewaltigen Echsenschwänze dienen als effektive Waffe und sie können außerdem giftbasierte Angriffe einsetzen. Hm. Zielort erreicht. Oh, sieht nice aus. Sieht sehr nice aus. Prenost. Hey, Ralf. Was hat dich nach Aethia geführt? Also, wieso bist du nach Aethia gekommen als... Na, damals halt. Was meinst du? Du sagtest, du wärst hierher gereist, stimmt's? Wieso? Nun, man könnte mich wohl einen Botschafter nennen. Hm? Aber als ich eintraf, war das Verhältnis der Tantas untereinander bereits so zerrüttet, dass sie nicht zuhören wollten. Ich war unbequem und sie brachten mich zum Schweigen. Alter, und dann haben die dich in einen Reif verwandelt? Echt übel. Also war er selber mal, ne? Bote sozusagen. Und haben sich in einen Reif verwandelt. Was hat die Tantas damals durchdrehen lassen? Wenn ich mich recht entsinne, gab es Zwietracht zwischen ihnen, woraus ein Machtkampf entstand. Eine Kluft tat sich auf und die Verderbnis stieg daraus empor. Die einst so harmonische Zusammenarbeit wich einem scharfen Konflikt. Sie zogen sich in ihre eigenen Reiche zurück und bald machte sich der Bruch überall breit. Dann hat der Bruch alle irre gemacht oder umgekehrt? Alles scheint sich zur gleichen Zeit ereignet zu haben. Über New York sprechen? Sag mal, was soll denn so besonders sein an deinem New York? Central Park im Herbst. Oh, und Knisch. Kewas? Ach, wundervoll warme Kartoffelkissen. Wenn ich einen verputze, vergesse ich ein paar Minuten lang einfach all meine Probleme. Das war sehr lebhaft geschildert. Ach, nichts. Foto! Hier könnten wir ein gutes Foto für die Kiddies ja, machen. Ja, definitiv. Also na hier hätte ich auch eins gemacht. Ich mal schnell. Fände so alles so schön. Ein gutes Foto, du hast 4. Damit bleiben noch 2. Nice. Annehmbar. Okay, bevor wir jetzt da runter jumpen, machen wir uns eine kleine Route. Wir entfernen alle Markierungen. Wir gehen 1, 2, 3, 4, 5. So machen wir das. Also erstmal die Seite hier, ne? Also einmal die Truhe gleich. Oh, ist sogar eine große. Mit Rätsel. Hoffentlich ein bisschen schwieriger. Was? Fertig. Was war das? Was sind für Rätsel, Mann? Was haben wir hier? Alte Münze +1, sehr nice.
So, ich hoffe, wir schaffen es. Wir schweben nicht unmittelbar in Gefahr. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Was ist das? Oh, ja, ja, ja. Oh mein Gott. Monument des Rechtes. Bereit? Einfach One-Shot. Monument des Rechtes. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Plus 5 TP. Face maximale Lebenspunkte haben sich erhöht. Ich weiß nicht, wie viel wir insgesamt haben. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob 5 viel ist oder nicht. Okay, wir gehen weiter zu 3. Okay, schon wieder neue Gegner. Hab was für dich. Gute Nacht. Ciao. Eins weniger. Hasta la vista, Baby. Zu lang. Und ciao. Mana, Mana, Mana und Mana. So, nehmen wir alles mit. Hier haben wir noch fast voll übersehen. Und ein neuer Schnellreiseort, sehr schön. Zielort erreicht. Neuer schnell erreichbarer Punkt, der Weg der Wächter Zuflucht. Okay, dann mal los. Bleispross kann jetzt hergestellt werden. Brauchen wir Heiltränke? Wir haben 5 von 9. Oh, Medizinbeutel, Kapazität erhöhen, machen wir. Materialbeutel, machen wir. Nochmal. Aufwerten. Das verstärkt unsere violette Magie, gell? Felsengras. Voll nice eigentlich, oder? Wie oft geht es? Verteidigung, violette Magie. Komm, wir machen das. Wird jetzt voll unser violettes Ding. Geht mir nicht. Kritischer Treffer können den Angriff Todesschlüssel brauchen. Wenig Ausdauer, Giftschaden wird halbiert oder Resistenz. Wenn ein Gegner besiegt wird, wird automatisch Heilung ausgelöst. Ja, komm. Und da noch ein bisschen. Haben wir bis 20. Krass, wie weit kannst du das bitte aufwerten? Wie overpowered ist die Kette bitte? Ich weiß zwar nicht, wie viel plus 20 ist, aber es hört sich verdammt viel an. Und ein Brief. Ein Trupp Soldaten. Also übrigens 24.09. 3877, der Niedergang der Prenosts. Ein Trupp Soldaten wurde in ein abgelegenes Dorf in Prenost entsandt, um das Misama weiter zu untersuchen. Einige Dorfbewohner waren mit den rätselhaften Nebeln in Berührung gekommen, verloren daraufhin allmählich ihr Gedächtnis und wurden furchterregende Visionen geplagt. Ihr Zustand verschlechterte sich stetig und nach einigen Tagen wurden sie unbeherrscht und gewalttätig, griffen willkürlich ihre Freunde und Nachbarn an. Die Soldaten schritten ein, um die Einheimischen zu beschützen, aber ihre Tapferkeit war vergebens. Jeder Einzelne von ihm kam ums Leben. Die erwähnten Orte wurden auf der Meldkarte markiert. Nördliche Zuflucht. Okay. Zuflucht? Warum auch nicht? Zeit für eine Lesestunde. Ich wollte eigentlich das daneben. Was verbessern wir noch? Das haben wir schon alles geupgradet.
weiche Angriffe mit Hilfe magischem Parcours aus. Ja, komm, mach mal. Haben wir jetzt eh schon gewählt, also. Geht noch mehr eigentlich? Nee. Doch. Ach, du kannst eine da... Eine interessante Wahl. Kannst da immer wieder. Ich dachte, du mal kannst sehen, immer nur eins auswählen. Nee, aber bei solchen Sachen kann ich die überhaupt erst, ne? Verstehe. Ich würde das gern... Nein. Das Ding da, was da liegt. Bitte. Ja. Danke. Was ist das? Ausruhen brauchen wir uns eigentlich nicht. Wir sind full life. Heiltränke, ja, komm, wir können noch ein paar Heiltränke erstellen. 8, 9, 10. So, wir haben ja alles markiert, jetzt gehen wir da rüber. Ich mag das, mir so einen Routenplan anzulegen, das ist immer toll. Jetzt aber, Frey. Schon dabei. Oh Gott, ich vergesse immer, hier den Todesstoß zu machen. Das hat gesessen. Ja. Und ciao. Irgendwas gedroppt? Nein. Hier liegt so viel Mana rum. Extrem viel. Du kannst ja überall. Da würde es theoretisch wieder hochgehen. Aber wir wollen darüber. Ich hasse Flugviecher. Mach dich auf was gefasst. Dieses One-Shot. Hier gibt's wohl keine Monster. Warst du auf körperliche Ertüchtigung aus? Du kennst mich aber schlecht. So. Oh Mann, ich wette, den Stadtkindern würde das gefallen. Der Winkel muss stimmen. Wir fotografieren diesen Turm. Also ein bisschen rüber, ja. Nur noch eins. Fertig. Das muss reichen. Oh, ich wittere Schätze. Dann suchen wir danach. Silas Macht. Silas Macht ist unter den... unseren geliebten Tantas einzigartig und ein ideales Instrument für die Kunst des Krieges. Sie ist imstande, ihre Kraft durch Magie auf ein solches Maß zu steigern, dass ihr bloßer Blick Steine zu Staub zermalt und ihr Schrei dicken Stahl zerfetzen kann, als wäre es Papier. Sie wurde mit der Gabe gesegnet, sich einer so formidablen Stärke anzueignen, dass ganze Armeen sich vor ihr wie verneigen. Doch hat sie fast nie Bedarf daran, denn ihre Kraft und ihr Können sind auch ohne magische Verstärkung beispiellos. Daran geht es um Silas Kräfte. Ja, tatsächlich. Dann gehen wir mal eins höher. Frag mich, wo die Gegner hier sein sollen. Oh! Gott, kurzer Schreck, ey. Ciao. Ich hab doch noch rechts was gehört, oder? Das verbuche ich als Erfolg. Nice, wir haben Stufe 2 auch abgeschlossen. Ich weiß noch nicht, wie viele Gegner da sind, aber scheinen ein paar gewesen zu sein. Glutkern. Schillerkern und Himmelskern. Nicht viel, aber naja. Was ist das? Oh, da weiß ich was. Wow.
Klarheitskern, wie viele Kerne gibt es hier eigentlich? Wo? Soll nicht eins drüber noch? Nun tu doch was! Wie wär's mit anvisieren? Oh, stimmt weh. Das wär's dann wohl, was? Sieht ganz danach aus. Dann halt nicht anvisieren. Dann halt nicht anvisieren. Was haben wir hier? Die erwähnten Orte wurden der Weltkarte hinzugefügt. Tellus Gilde. Archiveintrag. Die Auswirkung des Bruchs. Der Bruch beeinflusst alles, was er berührt, ob organisch oder anorganische Materie. Die Auswirkungen, die er hat, können sich jedoch stark unterscheiden. Bei Menschen und Tieren sind die Effekte auf den ersten Blick ersichtlich, doch bei anderen Substanzen sind die Veränderungen deutlich subtiler. Wennsgleich nicht weniger tiefgehend. In manchen Mineralien wurden beispielsweise Kräfte entdeckt, die denen der Tantamagie nicht unähnlich zu sein scheinen. Einige Theorien zufolge könnten diese Kräfte als verheerende Waffe missbraucht werden. Cool. Wir sollten das Zeug einsammeln, wenn wir welches finden, was? Ja, es könnte sich als äußerst nützlich erweisen. Ruhe öffnen. Strahl. Worauf haben wir denn heute Lust? Ah, ich muss erstmal die erste Herausforderung ablegen. Wir haben ja eine jetzt fertig. Die da. Aufwerten, ja. Zauberkunst, Sprengstoß 2, violette Magie plus 1, steigert den Schaden. So, was hatten wir hier? Ermöglicht es, die Rasen schnell zu bewegen. Ja, da haben wir die Herausforderung. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Weiche Angriffe aus, genau. Sammle Kraft und füge Gegnern Schaden zu mit Salbenschuss, oder? Ja, das ist ja free. Sehe ich stärker? Ja, du siehst stärker aus. Trifft Gegner von hinten 045. Komm, wir machen noch den dritten. Dann haben wir den fertig. Ich fühle mich nämlich deutlich stärker. Okay, das sah so verdächtig aus. Ist aber nichts. So, wir gehen raus. Schön. So, als nächster Punkt der Markierung. Haben wir alle Markierungen schon abgearbeitet? Was? Ging schnell. Ja, wir haben alle weg. Dann würde ich sagen, 1, 2, 3, 4, 5, oder? Und danach geht's weiter zum Umhang. Ich nehme jetzt nicht... Verdammt anders aus als Ingenieur. Warren ist wie ein Fingerabdruck. So einzigartig wie der Verstand, der ihn hervorbringt, ist auch der Dingsinn. Alter. 1000 Schaden damit, das wird jetzt wohl kein Problem sein. Ich bin doch ausgewichen. Und ab damit. Level up! Jetzt aber, Frey. Schon dabei! Alter, seit dem Level up schießt es deutlich schneller, oder? Bin ich jetzt bescheuert? Voll nice. Easy. Nehmen wir mit.
Wir nähern uns unserem Ziel. Sag mir einfach Bescheid, wenn wir da sind. Oh, schön. Flüssig nach oben gelaufen. Was? Nochmal. Danke. Ah. Wetten wir, wir kommen da nicht hoch. Ich wette es. Oh, na, wobei. Nee, doch, ich glaube, wir kommen da hoch. Oh, schon wieder so ein Golem. Die kriegen wir, glaube ich, immer noch nicht tot, oder? Also. Wir probieren mal Fesseln. Das lief gut. Kannst du laut sagen, jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Oh Gott. Bereit? Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Oh. Ja, vergiss es, kriegen wir nicht tot. Wir gehen hier weg. Wir gehen da hoch. Schön. Okay, wir schaffen es tatsächlich hier hoch. Sehr schön. Dann fangen wir mal hier an. Ne, wir wollten erst zu 2, dann zu 3. Das machen wir jetzt auch so. Ich liebe ja sowas. Schön. Oh, ein Rätsel vielleicht dieses Mal. Boah, dann. Ich bin mal ganz vorsichtig. Okay, what the fuck ist das für eine Steuerung? Okay, wenn ich runterdrücke, geht alles runter. Danke, okay. Das war, ich musste jetzt kurz nachdenken. Das ist schon mal ein Fortschritt. Keine Herausforderung. Mal sehen. Was haben wir hier? Alte Münze plus 1. Ob wir von hier oben, nee, sie geht irgendwann dann so straight runter. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Wir müssen erst auf diesen Feld und dann können wir darüber, glaube ich. So, und... Ja. Kurzes Mana noch einsammeln. Monument der Stärke. Schaden plus 1, war das nicht so? Verteidigung plus 5, stimmt. So, 1, 2, 3 haben wir. Jetzt kommen wir zu 4 und dann zu 5. Abkürzung, oder? Warum willst du unbedingt zurück nach New York? New York. Weil mir die ganze Nummer hier zu verrückt ist. Wir müssen ja mit dem anderen Spell arbeiten. Kommt, ne? Ein Knaller. Wie geht es dir? Viel besser als noch vor einer Minute. Ihr wiederholt euch. Schön. Flötenblume. Was hat sie gerade gesagt? Oh, was liegt? Ah, Mana, okay. Ey, die ganze Welt besteht ja nur noch aus Mana. Ich sammle jetzt nicht immer alles einzeln ein. Wir brauchen sie ja jetzt nicht unbedingt. Wir brauchen es schon, aber jetzt nicht so dringend.
So, die nächsten 5 abgeschlossen. Wir gehen weiter. Die nächste Route planen. Wir machen 1, der Glockenturm auf jeden Fall. 2 hier. 3, 4, 5. Nehmen die Truhe noch auf den Weg. Oh, ich habe 1 demarkiert, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir so. Wobei vielleicht intelligenter wäre, 4, 5, 4, 3, 2, 1 zu machen. Ich glaube, das machen wir auch. Waren wir hier schon? Ah ja, genau. Das war vorhin dort. Ey, wie viel davon hier überall rumliegt. Genug Mana für 9 Zauber, rein theoretisch. Sogar eine seltene. Mit Rätsel, da bin ich mal gespannt. Man wird hier richtig belohnt dafür, dass man rum alles erforscht. Finde ich voll geil, ich liebe sowas. Hart. Ich werde immer besser. Was habe ich, würde ich sagen. Alte Münze plus 1. Komm, die Truhe nehmen wir auch noch mit, wenn wir schon mal hier sind. So, dann gehen wir weiter darüber. Erst zu 3, dann zu 2. Silas Land war ganz schön trostlos, oder? Ich frage mich, ob es am Land lag oder an ihr. Alter Philosoph. Gegner ignorieren wir, brauchen wir jetzt gerade nicht. Und hier haben wir einen Umhang, wie es aussieht. Bin ich mal gespannt. Oh mein Gott, das sind starke. Kommst du damit zurecht? Ja, wir machen so viel Schaden, dass... durch das Schild mittlerweile sogar fast schon. Diese Magie erfordert mehr Abstand. Das hatte ich mit... fast schon gedacht. Wir nehmen unseren Sprengschuss für die. Als ob. Hasta la vista, baby. Das hilft nicht viel. Nice. Einfach dich direkt anvisieren, dann geht es. Wenn ich vor allem auf den Boden schieße, das ist gar kein Thema. Das ist eine Chance. Jetzt bist du dran. Das hat gesetzt. Ciao. Ciao. Ja, das war ja nichts. Oh Gott, es kommt noch mehr. Was geht denn hier? Und auch ein scheiß Bär. Oh, netter Bär. Konflikte zwischen Gegnern. Wenn verschiedene Arten Feinde aufeinander treffen, kommt es vor, dass sie anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Es kann eine nützliche Taktik sein, zu warten, bis sie einander zermürben, bevor du dich einmischst und ihnen den Rest gibst. Irgendetwas sagt mir, dass die einander nicht gewohnt sind. Dann chillen wir. Gut, das sollten wir ausnutzen. Alter, der Typ. Kümmere dich um den Bär da hinten, Mann. Sollte es eigentlich. Nee, das funzt nicht. Wir nehmen den Salbenschuss. Alles klar. Als ob. Ja.
Ach, hör auf, hier hochzukommen. So kann ich dich nicht beschützen. Weiß ich, verdammt. Ah, er kriegt von der Seite und von dem so viel Damage. Ich muss hier weg. Es war vielleicht nicht so intelligent, den anzugreifen. Diese Lage erfordert sofortiges Handeln, oder? Halt's Maul, ich muss den richtigen Zeitpunkt abwarten. Das wird ein Spaß. Weg hier. Das wird hier. Das lief gut. Und ab damit. Kannst du laut sagen, jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Bereit? Alter, der Rang war voll für den Arsch. Ich pack grad richtig ab. Okay, haben wir. Wie geht es dir? Viel besser als noch vor einer Minute. Komm schon. Danke. Boah, das war jetzt anstrengend. Ich bin fast verreckt. So, das Zeug nehmen wir noch auf. Ich glaube, das waren alle. Sieht so aus. Gute Arbeit. Mal sehen. Was haben wir hier? Mutig. Tanta Sila persönlich gab die Summanen auf, verbirgt, dass Schubmagie aufgeladen wird, wenn der Reif einen Angriff abwehrt. Schubmagie? Fragezeichen? Etwas gefunden? Ja, Felsengras zum Upgraden der Kette. Nichts von niemand zu sehen. Hast du versehentlich alle vergrault? Wieso versehentlich? Ja, das haben wir schon gehört. Noctit. Haben wir das schon? Wir haben schon zwei davon. Okay, das haben wir schon mal gefunden. Okay, was haben wir noch markiert? Nummer 1, der Turm. Nehmen wir als nächstes hoch. Frey, wärst du so nett und würdest dir den Turm genauer ansehen? Hatte ich gerade vor. Klar. Ich denke, von dort können wir uns einen guten Überblick verschaffen. Oh, ist das so? Du willst doch nicht, dass ich da raufsteige. Glockentürme. Aktiviere Reißradar. Drücke hoch, um einen Glockenturm. Ah ja, das ist so wie bei Zelda und sämtlichen anderen Spielen, wo du die ganze Map dann erforscht. Aktiviere Reißradar, drücke hoch in einem Glockenturm Aetheas, um dir einen Überblick über die ganze Umgebung zu verschaffen. So kannst du Orte von Interesse und andere nützliche Landschaftsmerkmale entdecken. Außerdem kannst du später mit einem schnellen Ortwechsel zu einem bereits besuchten Glockenturm zurückkehren. Okay, das ist nice. Oh, was haben wir hier alles? Was? Wir gehen zum Glockenturm hoch. Ich bin nicht mal mehr im Kampf. Warum ist das eine Kampfmusik? Neuer, schnell erreichbarer Ort. Glockenturm. Wir gehen natürlich hoch. Okay, krass. Ich kann mir... Alter, ich sehe ja sogar die Mana-Dinger. Wie nice ist das? Ich würde sagen, wir machen... Ja, nee, wir markieren alles wieder über die Map. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Das. Weil dann auch die Truhen... Ich wollte den jetzt nicht unterbrechen. Die Truhen mit angezeigt werden. Heißt, ich mache dann so 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist Sylas Revier. Ihre Schergen werden dich sicher bald erbarmungslos jagen. Du meinst diese irren Soldaten? Ganz genau die. Lass dich nicht umbringen, ja? Ich gebe mein Bestes. Naja, so wie aggressiv wie die ist. Es ist echt kein Wunder, dass hier Land zu verkommen ist. Ja, neue Magie verfügbar. Schön. Ja.
So, da ist schon wieder so ein komischer Golem. Wir ignorieren ihn. Ciao, Golem. Wir haben uns so mit Stein bewirkt, der richtige Egoist. Richtiger Egoist. Halt, was ist das? Wagen wir einen Blick? Ein Monument? Erinnerungen. An manchen Monumenten ist es möglich, Herausforderungen abzuschließen, bei denen du Mana und andere Belohnungen gewinnen kannst. Du hast so viele Versuche, wie du willst, also bleib dran und hol dir sämtliche Preise. Du kannst die Herausforderungen auch direkt von der Karte aus starten, also spricht nichts dagegen, sie aufzuschreiben, bis du besser vorbereitet bist. Aufzuschieben. Na, was meinst du? Monument der Weisheit. Machen wir ein paar Fieslinge platt? Klar. Dir ist wohl noch ein bisschen Blutvergießen. Was zur Hölle soll das? Ich bin nicht... Vernichtung. Besiege möglichst viele Gegner, bis die Zeit abläuft. Schlage mehr Gegner und folge ohne zwischendurch Schaden zu erleiden, um einen Bonus zu verdienen. Sicher. Sei vorsichtig. Setze alle Gegner außer Gefecht. Start. Schaffe ich das? Okay, packen wir es einfach an. Wozu sich den Kopf zerbrechen, stimmt's? Jetzt aber, Frey. Schon dabei! Was wär's dann wohl, was? Nummer 1. Ah ja, wir haben ja unendlich viel Zeit. Wie viele sind das denn? Genug für eine Zu wenig. Party. Schwing wir das Tanzbein! Das ist voll nice. Wow. Vorsicht. Ja. Gleich knallt. Ah ja, das ist ja mega einfach. Wo ist da noch einer? Da hinten sind noch drei. Jawoll! Kommst du damit zurecht? Ich werde mein Bestes geben. So. Ja, ist das schon dead? Stärk. Können wir den noch? Nice. Das ist eine Chance. Jetzt bist du dran. Nicht mal Damage erlitten. Guck mal, Punktestand. Zeitbonus, Bonus für den ersten Abschluss, Mana. Bonus für den ersten Abschluss, Mana mal 2. Bonus für den ersten Abschluss, Mana mal 3. Bonus für den Abschluss, was? Neuer Rekord, Rang 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben den höchsten Rang erreicht, oder? Ich glaube. Haben wir es perfekt gemacht? Ich meine, ich hab's gemacht. Also haben wir es natürlich perfekt gemacht. Entschuldigung. Mit anderen Augen. Monument der Weisheit abgeschlossen. Können wir da mal Alter, gucken, was guck da mal, abgeht? Eine Festung. Eine gute Gelegenheit. Nein, ich wollte nur gucken, was da, ne? Hab ich gesagt, dass wir reingehen? Und los geht's. Wie du willst. Belohnungen. Doch, wir haben alles. Alles abgeschlossen. Machen wir wieder abbrechen. Cool. First time. Ugh. 105 Mana haben wir. Okay, wir sollten was ausgeben. Magie. Haben wir hier schon was abgeschlossen? Noch nicht. Das da auch noch nicht. Hier 14 von 45 und hier auch noch. Sollen wir Salbenschuss 3 lernen? Ja, komm. Zack. So, noch 31 Mana. Hier gibt's wohl keine Monster. Machst du auf körperliche Ertüchtigung aus? Du kennst mich aber schlecht. Wir nehmen Salbenschuss. Das wird lustig. Oh.
Alter. Okay, mittlerweile ist sie echt stark. Und ab damit. Wie weit die Range ist? Was? Okay, das ist echt nice. Vorsicht! Das hilft nicht viel. Oh nein, nicht so ein OP-Bär. Weg. Oh Gott. Der wird schwierig. Oh Gott. Das funzt nicht. Nicht vor jedem Treffer bewahren. Damage! Ach, und wieso nicht? Wir nehmen Blüte. Hi! Schon gut. Alter, nerv du mich jetzt nicht. Mach das dein Leben ein bisschen leichter. Dass der weg ist, ja. Ein bisschen. Echt jetzt? Hörst du mich, Frey? Echt jetzt? Ich dachte, die sind so besiegbar. Die Dinger sind übel OP. Okay. Das machen wir jetzt noch, auch wenn ich schon wieder viel zu lange überziehe. Machen den Sprengschuss und treffen niemanden, das ist sehr gut. Jetzt aber, Frey. Schon dabei. Gleich knallt. Nicht schlecht. Dieser scheiß Bär, Mann. Achtung. Okay. Wir machen jetzt erstmal die Blüte. Das hilft. Soll ich hier ein bisschen helfen? Und ich würde sagen, wir bleiben gegen den auf Range. So gut wie möglich. Das hat gesessen. Kannst du mal marken? Danke. Mach dich auf was gefasst. Nee, das funzt nicht. Diese Magie erfordert mehr Abstand. Das hab ich mir fast schon gedacht. Alter, der Hit war unnötig. Der Hit war auch unnötig. Das wird wehtun. Alles klar. Hasta la vista, Baby. Oh yeah. Alter. Ich wette, wenn wir andere Magie hätten, wäre das deutlich einfacher, alles. Also Feuer oder keine Ahnung, was es da noch gibt. Echt jetzt, super nervig, der Zombie. Munition ist bald ab. Ja, ja. Was, die Munition? Geht sowas überhaupt? Mach das dein Leben ein bisschen leichter. Ein bisschen. Können wir den nicht irgendwie zu Fall bringen? Das ist eine Chance. Genau so war das. Bist du dran? Viel besser.
Wie schnell hat er sich bitte schon befreit? Nicht hilfreich. Haben wir ihn? Ja. Oh, Gott sei Dank. Innere Mitte. Diesen Nagel Designs hat angeblich ungenutzte Kraftreserven an. Erhöht die Geschwindigkeit mit der Schubmagie aufgeladen. Ich werde langsam mal richtig harte Sau, was? Ja, du bist mittlerweile halbwegs tödlich, in der Tat. Oh. Hasse die Viecher. In Gefahr. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Er gab gut XP, Mann. Oh, da oben ist noch eine Truhe. Ja. Komm, kletter da hoch wie normaler Mensch. Danke, jetzt. So, wir haben hier eine Truhe. Da kommen wir noch nicht hoch. Aber ich glaube, hier irgendwo, da war noch eine. Felsengras. Ich frage mich tatsächlich, wie weit wir die Kette upgraden können, die wir haben, weil kostet ja immer nur eins. Bin ich total verwundert tatsächlich. Hier war doch irgendwo eine Truhe. Habe ich das nicht richtig gesehen? Hä, was ist das? Und warum wird das nicht auf der Map angezeigt? Nicht der Rede wert, was wir da drin gefunden haben. Stimmt. Abgesehen von der Horde hirnloser mörderischer Monster. Ja, die will aber keiner. Da muss ich ja tatsächlich leider Gottes recht geben. Das ist nicht so das Geilste, was wir da gefunden haben drin. Metallklumpen, nice. Krass, manche Sachen werden gar nicht auf der Map angezeigt. Das wusste ich nicht mal. Wow, hier sieht's verdammt anders aus als Ingenieur. Wahn ist wie ein Fingerabdruck. So einzigartig wie der Verstand, der ihn hervorbringt, ist auch der Irrsinn. Wir holen noch die Truhe und dann würde ich sagen, ne? Dann machen wir, lassen wir es langsam für die Folge. Dieser Gegner ist ein ganz besonderes Exemplar. Ciao. Tu, was du am besten kannst. Und ciao. Schön. Nicht viel, aber naja. Ich weiß, am Anfang haben wir ewig für die gebraucht. Also das erste Mal, wo wir gegen die gekämpft haben. Das war noch Zeit. Ich kann gar nicht aufhören, Mann. Guck mal, da schon das nächste, ey. Das ist überall das geiler Stuff, um dich zu upgraden und krasser zu werden und. Ah, ist schön. Und wir kommen unserem Ziel langsam immer näher. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt. Ich hatte es schon, die Folge ist schon wieder viel zu lang. Muss man einfach schon sagen, aber ich muss hier jetzt noch dieses Zeug einsammeln. Schön. Schön. Es ist aber auch voll geil, dass hier, ne, so parkourmäßig die Mana-Dinger, die geben dir sozusagen vor, wie du springen kannst. Auch ganz cool. So, ich würde sagen, nächste Folge gehen wir hier rein, holen uns diesen wundervollen Mantel und... Ja, ich guck mal kurz auf die Map noch. Oh, wir haben 5 vergessen, die Truhe und das auch. Wir sind viel zu weit. Wir müssen noch hier 1, 2 und 3 mitnehmen. Müssen wir nochmal zurückgehen. Und dann vielleicht das da. Und dann, ja, keine Ahnung, gehen wir da hoch. Dann geht's da weiter und... Was haben wir hier? Schon wieder ein Glockenturm oder was? Ja, tatsächlich. Krass, und dann haben wir schon das nächste Gebiet fast komplett abgegrast. Bis auf, ja, da hinten ist noch eine Zuflucht. Da haben wir noch ein paar Markierungen, ein paar Truhen, die wir abgehen können, aber größtenteils. Wenn du rauszoomst, dann ist es so nervig mit der Map. Ja, aber sonst haben wir
Ich mag das, das kannst du so alles nach und nach abarbeiten. Ich glaube, ich muss da viel noch offscreen machen. So die ganzen Truhen sammeln, ich glaube, das interessiert nicht jeden, wenn ich das mache. Und das würde auch den Rahmen, glaube ich, sprengen, weil es ist ja schon echt, die Map ist ja echt riesig. Guck das dir mal an. Es ist pervers. Das ist ja schon echt pervers, wie viel es hier gibt. Cool. Okay. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.